In der Nacht zu Samstag war an der Eichenstraße in Charlottendorf-Ost ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren mit 80 Mann im Einsatz und kämpfte gegen die Flammen in einem Mehrfamilienhaus und für das Überleben der Anwohner. Während sich die Familien im Untergeschoss rechtzeitig ins Freie retten und Hilfe rufen konnten, galt der Bewohner der Obergeschosswohnung bis in die Morgenstunden als vermisst. Erst als sich der 46-Jährige am frühen Sonnabend bei der Polizei meldete, gab es Entwarnung. Die Flammen aber wüteten weiter. Am nächsten Tag haben sich kleine Brandnester wieder entzündet. Die Kameraden aus Little mussten nochmal zum Löschen rausfahren. Warum der 46-jährige Bewohner außerhalb übernachtet hat, ist bislang ebenso unklar wie die Ursache des Brandes. Womöglich müsse ein Gutachter hinzugezogen werden. Bewohnbar sei das Haus nicht mehr. 80.000 Euro Schaden lauteten die ersten Schätzungen der Beamten.